So, da bin ich wieder. Jetzt habe ich den ganzen Berg wieder hochlaufen. Weil er mich hierhin zurückgesetzt hat. Diesmal nehme ich Edelwild mit. Mindestens drei. Lass mal proben. Hey. Waren wir noch vier? Ein starker Exalbogen mit 25 Stärke habe ich nicht. Also habe ich keinen Platz für. Das Gute ist, wenn ich... Bleibt die Zeit stehen. 25, das heißt, ich kann den Soldatenbogen mit Haltbarkeit... Ja, den Soldatenbogen mit Haltbarkeit wegschmeißen. Dann nehmen wir mal den Bogen mit. Halt. 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 Ah, Mann... Wieso lebt er noch? Warum ist Leuchtstein? Da ist Leuchtstein, aber wie gesagt, ich habe nicht mehr viel. Da ist ein Glas hier, Rock oder was das da ist. Die Frage ist, schaffe ich das in 3 Minuten 30 alles hier rum zu erledigen? Da unten liegt er. Diesmal habe ich ihn nicht getriggert. Oh. Da ist noch einer. Starke Exal-Lanze. Exal-Lanze mit einer Spitze, die der einer Harpune ähnelt. Exal-Force verwenden sie in der Tat auch, um Fische zu fangen. Vor dem Widerhaken muss man sich in Acht nehmen. Ich glaube, ich komme langsam näher. Komm, lass mich bitte jetzt einfach in Ruhe. Ich habe nur noch 3 Minuten. Hier bitte, danke, tschüss. Lass mich, Exalfos. Lass mich. Nee, nix da.
mache Exalfass. Mach einfach nicht auf, danke. Eine Fledermäuse. Eisflederbeißerflügel. Die Flügel eines Eisflederbeißers. Sehr selten, sehr eine Oberfläche glänzt wie von Eis überzogen. Bestimmt hat er für irgendeinen Nutzen. Muss hier ein bisschen schneller machen. Ich kann jetzt nicht den ganzen Weg hier außen rumrennen. Nur noch 1,5 Minuten. Und da sind wir. Ob ich das jetzt in 1,5 Minuten schaffe, weiß ich nicht. Weil der hat ein paar mehr Augen. Willkommen. Willkommen an meiner Quelle. Du hast Herausforderungen bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Dies ist der Diener der Quelle der Weisheit, der azurblaue Geister Ranellspitze, Nydra. Seit uralter Zeit war er der Göttin stiller Diener. Doch dann nahm die böse Kraft der Verheerung Ganon Besitz von ihm und verlieh ihm seine jetzige Gestalt. Du, der die Zeichen der Bewährung erhalten hat. Reinige den azurblauen Geist Nydra vom Bösen. Zeige mir deine Stärke. Weiß halt nicht, muss das Auge offen sein, geschlossen? Wann öffnet sich das? Ich weiß es nicht. Ich habe halt nur noch 45 Sekunden, dann habe ich halt keinen. Ah, guck mal, da oben ist jetzt das Auge geöffnet. Cool. Kommst du auch wieder hier runter oder bleibst du da oben? Bleibt da oben, ey. Ich habe nur Kälteschutz für 15 Sekunden. Dann muss ich das hier abbrechen. Ich habe hier leider keine Kochstelle, oder reicht das, wenn ich Chili so esse? Chili. Ich glaube nicht, dass Chili hilft. Na. Ich meine, so sollte man sich auf Schmerzen einstellen. Ja, nee. Da ist das Auge. So schlimm scheint das ja jetzt gerade nicht zu sein, dass ich so schnell Schaden kriege, deswegen. Sollte es ja eigentlich reichen, wenn ich. Mist. Das Auge ist ja eh geschlossen, ne? Thank you.
Totenbrot. Ja gut, dann, ja, wie machen wir das jetzt, ne? Ich glaube, wir sehen uns dann wieder, wenn ich Ausdauer auch hier Dings da habe und dann wieder bei Nydra stehe. Also bis später. So, da bin ich wieder. Gerade habe ich einmal verkackt. Ich habe schon mal eine Folge aufgenommen, aber ja gut. Ich hatte zu wenig Kältemedizin, deswegen habe ich gedacht, okay, brichst du nochmal ab. Ich habe mir jetzt geholt. Erstmal einen Ausdauercontainer, dass ich ein bisschen mehr Ausdauer habe. Dann habe ich mir jetzt produziert. Einmal einen scharfen Edelgrillteller mit 3 Minuten 30. Dann einen scharfen Edelgrillteller mit 13 Minuten Kälteschutz. Dann noch einen scharfen Edelgrillteller mit 10 Minuten 30 Schutz. Und ein scharfes Obst mit Pilzen mit 12 Minuten. Ich esse aber erstmal das normale scharfe Grill, den scharfen Grillteller. Das sollte jetzt erstmal reichen. Bis hoch. Aber um bis nach oben zu kommen. Hoffe ich. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich habe schon einmal gegen, wie gesagt, ich war schon einmal ganz oben. Habt ihr jetzt leider den Text nicht von Nydra, was die Statue der Göttin gesagt hat? Das ist ein Edelschutz, so ein Schutzgott der Göttin, der Weisheit oder Quelle der Weisheit. Und ich muss gegen Nydra kämpfen, weil er von, weil Ganon davon Besitz ergriffen hat. Vielleicht, wenn ich es nicht vergessen, schneide ich euch das jetzt gleich noch hier mit rein. Aber hier kommt ja jetzt nichts, weil ich hier alles schon besiegt habe. Bar oben fliegt Nydra nämlich auch schon. Beziehungsweise eventuell werde ich auch die komplette Folge vorne wegmachen. Dann habt ihr halt mein Fell gesehen. Ist auch kein Problem. Oh. Morgen. Er bleibt liegen. Oh wow. Ui, da ist ein Exalfoss. Der Exalfoss geht mir am Arsch vorbei. Da hoch. Ja, mit etwas Glück komme ich da hoch. Ich schneide dann die beiden Folgen gleich einfach zusammen, dann passt das. Dann habt ihr nichts verpasst und dann habt ihr mein Fell gesehen. Da ist doch alles perfekt. So. Dann esse ich jetzt mal das 10 Minuten 30 Ding. Ich bin nämlich Nydra hinterher gesprungen und bin dann elendig verreckt, weil ich keine Ausdauer mehr hatte und runtergefallen bin. Ja.
Boah, alleine schon 2 Minuten hier hoch fast, ey. Jetzt haut er nämlich wieder ab. Oder sie. Ich weiß nicht, was Nydra jetzt genau ist. Jetzt lasse ich Nydra erstmal wegfliegen. Bevor ich wieder hinterher fliege und dann wieder wegen Ausdauer und so verliere. Aber jetzt warte ich erstmal kurz ab. Ich habe ein bisschen Zeit. Wo fliegt Nydra jetzt hin? Zwei Augen hat es noch. Wenn ich richtig gesehen habe. Einmal oben auf dem Rücken und noch einmal hinten am Schwanz. Ich habe wieder keine Ausdauer, ich bin tot. Ich bin tot, ja. Alles klar. Dass das so viel Ausdauer verballert, ne? Ach ja. Ja gut. Dann ist die Folge jetzt halt einfach mal ein bisschen kleiner. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.